Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Jetzt sind wir wieder bei Goodie Games News und mal mit einem weiteren Guide zu Doom. Wir befinden uns mittlerweile hier in Mission 13. Ich bin der Brunnen. Das ist der Name und ihr seht, es sind nur noch 7 Gegenstände für euch hier zum Einsammeln. Ja, also es wird wenig. Logisch, wir nähern uns dem Ende. Das hier ist das allerletzte Level. Mehr gibt es hier nicht zu tun, als 7 Objekte einzusammeln. Und ich möchte mich entschuldigen, dass ich das aus Versehen hier so lange stehen lasse. Da habe ich einen Schnitt vergessen. Hier geht es natürlich los an dieser Stelle. Gut, die paar Sekunden haben wir jetzt einfach mal hergenommen zur Einleitung, denke ich. Damit kann man auch ganz gut leben. Den Level habe ich hier sowieso relativ lang gestaltet. Man hätte das viel, viel kürzer machen können, aber ich finde, er ist beim ersten Mal, wenn man da reinkommt, doch sehr unübersichtlich gestaltet, der Level. Ich zeige euch einfach hier mal diesen ganzen Eingangsbereich und dann geht ihr hier runter an dieser Stelle. Und es dauert auch noch relativ weit, ehe wir wirklich bei dem ersten Gegenstand sind. Aber einfach halt, wie gesagt, ich finde es, wie gesagt, es ist ein bisschen schwer zu sehen, wo und wie bin ich und warum will ich dahin sozusagen. Und deswegen zeige ich euch das hier ganz genau. So, hier gibt es einmal den großen Sprung hier runter, ne? Hier sind wir gerade hergekommen, also kann man nicht verpassen normalerweise, aber wie gesagt, es wirkt, hat auf mich sehr verwirrend gewirkt und daher habe ich das einfach hier jetzt mal ein bisschen länger gelassen auf alle Fälle. So, hier haben wir mal die ganzen Gegner rausgeschnitten, die sind jetzt tot und wir haben Ruhe und können uns weiter auf den Weg machen zu unserem ersten Geheimnis, was wir finden werden hier im Level. Das ist also wirklich nur ein Secret. Wie gesagt, hier haben wir alles tot gekämpft. Dann geht es hier natürlich weiter. Die Story möchte, dass wir hier lang gehen. Und hier, wenn wir diese Treppe runtergehen, dann finden wir hier auf der rechten Seite einen Schalter. Ich nenne es, ja, ist ja definitiv ein Schalter, also ein Schädel, den wir reindrücken. Wenn wir den Schädel reingedrückt haben, drehen wir uns einmal um und springen da oben hier diese kleine Mauer hoch da. Hier. Und finden einen kleinen Geheimraum, der sich geöffnet hat, weil wir den Schädel gedrückt haben. Haben hier ein bisschen Munition für unsere Kettensäge und das Nummer 1 gehört uns. Das hier ist bereits Nummer 2. Ihr könnt das, glaube ich, sehr, sehr gut erkennen an diesen gelben Sachen. Auch hier führt euch die Story hin, auch hier durch diese Tür. Also das hier ist absolut Story-driven, ja, von der Story geführt, von der Handlung her. Also da kann gar nichts schief gehen. Letztendlich habe ich das hier nur so mit reingemacht, damit ihr wisst, aha, das ist jetzt das erste Mal, dass wir diesem Vieh da unser Zepter in den Weich stoßen, sage ich einfach mal. Wie gesagt, das macht ihr für die Story sowieso deswegen, also gar keine Überlegung wert. Das habt ihr jetzt also gemacht. Für den Storyverlauf, dann springt ihr einfach hier runter. Auch das möchte die Story von euch, na das hier noch nicht, das möchte die Story noch nicht von euch. Hier möchten wir erstmal den Schalter drücken. So, und wie das so ist, wenn man Schalter drückt, dann geht was auf. Und zwar die Classic Doom Map werden wir dann gleich finden. Also besser gesagt, wir haben jetzt den Weg freigemacht zum Hebel. Und der Hebel ist der erste Hebel, muss ich sagen, den man übersehen kann. Wirklich, die anderen waren ja wirklich sehr mehr als deutlich. Aber den hier, ja, seht ihr? Der ist gut versteckt, sage ich mal. Also definitiv, den Hebel haben sie wirklich in der Landschaft wunderbar versteckt. Da kann man auch sehr, sehr gut dran vorbeirennen an dieser Stelle. So, drehen wir uns einmal um zur Seite. In die Richtung, genau, in die geht es. Ups, da sind wir schon in der letzten klassischen Doom-Map. Und hier sind wir schon wieder auf dem Weg draußen. Nächstes Secret ganz einfach. Wir gehen einfach geradeaus und stolpern drüber. Ups, da haben wir es. 3 von 7 ist erledigt. So, und hier unten waren ganz, ganz viele Gegner. Das heißt, hier werden ganz, ganz viele Gegner sein. Ich habe ein bisschen was schon weggemacht. Ihr seht ja hier, die Türen sind noch rot. Das ist natürlich auch Story geführt, ne? Jetzt haben wir die Gegner weggemacht, gehen hier die Treppen hoch. Aber bevor wir da hochgehen und den Boss da wieder den Pfeiler ins Herz stoßen oder wie auch immer wir es nennen wollen, sammeln wir hier unten das Collectible ein und haben damit 4 und 5 von 7 erledigt. So, jetzt wartet das nächste Geheimnis auf uns. 6 von 7. Dazu machen wir natürlich das, was die Story von uns möchte. Das heißt, irgendwelchen aufgespießten Dämonen, blutenden Dämonen, unser Zepter in den Beich stoßen. Kein Problem. Wird erledigt. Dafür sind wir der Spieler, dafür sind wir der Killer, wie auch immer. Ups, wir schließen den Brunnen und haben das nächste gemacht und werden jetzt von der Story wieder geführt. Die Jungs zeigen uns den Weg, da soll es lang gehen. Da sehen wir auch schon den Marker für die Story. Und ja, warum sollten wir auf die Story nicht hören? Führt uns ja zum Ziel. Führt uns nämlich jetzt zum nächsten Secret. Einmal hier runtergesprungen. Jetzt seht ihr hier so dieses viele Feuer im Gang. Das ist eigentlich ein ganz guter Indiz.
Also diese Lava, die da runterströmt, weil wenn wir jetzt hier hochgehen, finden wir hier an der Seite einen Schalter. Und dann gehen wir nämlich den Weg zurück. Weil hier ist nämlich der Türaufgang. Nein, nicht da. Einen weiter noch. An der Lava wieder vorbei. Und da ist er. Da ist unser Raum und wir haben Secret gefunden. Und, tja, das hier ist schon das Letzte. Das gibt es nämlich automatisch dafür, dass ihr den Boss besiegt. Fürs Boss besiegen gibt es das Collectible Arachno Hirnmodell. Ja, ich hoffe, euch hat die Serie der Guides gefallen. Wenn dem so war, dann wäre es wahnsinnig gut, wenn ihr doch einen Daumen nach oben da lasst, das Video weiterempfehlt im Freundeskreis und auch den Kanal abonniert, wenn es euch gefallen hat. Dann zu anderen Spielen kommt hier natürlich auch noch viel mehr. Und wir haben ja auch noch die Rundenprüfung und ein paar andere kleine Erfolge, die ich euch in Doom zeigen werde. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.